ich sehe Großartiges auf uns zu. Was ist das denn? Oh, Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Ne? Hoffentlich bringen sie unseren Verkäufern Glück. Los geht's. Ich mach das nie wieder so. Geschmäcker ändern sich bekanntlich im Laufe der Zeit. Und genau aus diesem Grund sind Silvia und Frank Bold mit einer Skulptur zu Bares für Rares gereist. Wir sind heute gekommen, um eine Marmorbüste zu verkaufen, die wir seit vielen Jahren, ich glaube fast 25 Jahren haben. Und jetzt glauben wir, dass es Zeit ist für einen Wechsel. Platz für etwas Neues und anderes. Die Schätzung übernimmt unser Experte Albert Meyer. Schönen guten Tag. Schönen Tag, mein Name ist Silvia Bold. Ja, Bold. Hallo, Frank Bold. Frank und Silvia Bold. Ja. Sehr schön. Und Sie haben den Vorgarten geräubert? Nein. Nicht? Haben wir nicht. Nein, unser Wohnzimmer. Die stammt von einem Flohmarkt aus Kiel vor fast 25 Jahren und war ganz schwarz. Schwarz? Ja. War die lackiert? Nee, schmutzig. Nein, dreckig. Dreckig? Ja. Also hat sie lange im Garten irgendwo gestanden? Nehme ich an. Wir wissen es nicht. Ja? Was habt ihr bezahlt? 100 D-Mark. 100 D-Mark. Mhm. Da würde ich sagen, Gratulation, das war schon mal ein guter Kauf. Habt ihr toll gemacht. Hat sie lange mit dir gefeilscht? Da kannte ich ihn noch nicht. Ach, da wart ihr, oh. Ja. Die habe ich mir gekauft. Also persönliches Eigentum von dir. Sie hat sie mit in die Ehe gebracht. Genau. Mhm. Aber jetzt soll sie raus aus dem Wohnzimmer. Jetzt ist Schluss. Sie steht bei uns neben einem ganz großen Fernseher und das passt nicht. Albert. Das ist eine Skulptur, eine Jungmädchen-Skulptur aus Marmor. Aber, jetzt lass mich vorweg sagen, die Enttäuschung für die Herrschaften, sie ist maschinell gearbeitet. Nein, sie ist auch nicht maschinell gearbeitet. Nicht? Natürlich hat man maschinell, zum Beispiel hier diese ganzen Löcher, und das wurde mit Bohren natürlich gemacht. Und diese Skulptur ist auch nicht eine Skulptur, wie sie eigentlich sein sollte. Sie ist nicht aus der Renaissancezeit, sie ist auch nicht aus dem 18. Jahrhundert. Sie ist Ende 19. Jahrhundert, aus der Belle Époque. Genau. Wollte ich gerade sagen. Und sie deutet auf Italien oder Frankreich hin. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aus einem dieser beiden Länder muss dann sie kommen. Ist sie aber 19. Jahrhundert? Ja, 1890, 19. Jahrhundert, ja. Belle Époque. Die Skulptur ist nicht signiert, also ein Meister kann ich nicht feststellen. Hier hinten ist ein Name drin, Livia. Das könnte der Name des jungen Mädchens sein. Ich kenne nur einen Namen, Livia, der berühmt ist. Von dem römischen Kaiser Augustus, seine Frau, die genau, hieß Livia. Richtig. Aber das wird sie sicherlich nicht sein. Sieht ein bisschen anders aus. Und meiner Meinung nach tendiere ich jetzt immer stärker nach Florenz. Mhm. Also ich denke, dass sie aus Florenz ist und dass sie in Florenz gemacht worden ist. Bei Belle Époque bleibe ich, das ist mit Sicherheit so. Ja, und sowas lässt sich gut verkaufen, lieber Horst. Sie hat mehrere Beschädigungen. Ja. Das wissen Sie. Ja, aber es hatte sie auch schon, als ich sie gekauft habe. Okay. Ich hatte es nicht abgehalten. Nein, das sind nie Unterstellungen, das sind Feststellungen. Ja. Weil ich sehe hier am Rand natürlich auch schon, da ganz, fehlt ganz ja ein bisschen. Nee, das ist alles okay. Nee, da ist mal abgebrochen. Da fehlt es, da oben. Da auch, ja. Ja. Naja, aber was soll's, ne? Eben. Im Alter verliert man das ein oder andere. Dafür sieht sie vom Gesicht her noch fantastisch aus. Ihr habt mal 100 D-Mark bezahlt, vergesse ich natürlich sofort wieder. Was hättet ihr beide gerne? Also wir hätten gerne eine Expertenmeinung, weil wir haben schon so viele gefragt und so unterschiedliche Schätzungen, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie der Wert sein das kann. Das kommt ja sowieso. Es gibt hier immer eine Expertise, die wahrheitsgetreu nicht zu überbieten ist. Aber ich möchte vorher immer wissen, man hat so ganz tief im Hinterkopf immer einen Preis, wo man sagt, dafür lasse ich es hier und ansonsten nehme ich sie mit. 2000. Schmerzgrenze. Ist Schmerzgrenze. Ja. Nur ist die Büste tatsächlich so viel wert? Um Gottes Willen sage ich auf gar keinen Fall. Natürlich kostet diese Skulptur, wenn sie in perfektem Zustand ist und sie ist noch signiert, man kann sie zuordnen, ja, dann kostet die richtig Geld. Aber in dem Zustand hier kann ich höchstens 12 bis 1500 Euro sagen. Höchstens. Jetzt muss ich wissen, seid ihr bereit zu sagen, okay, wir nehmen das hier an und wir würden dann auch eventuell, wenn es so hoch geht, bis 1500 verkaufen?
Also ich wäre ja, aber entscheiden soll sie, weil sie hat sie gekauft. Ist klar, ist ihr Investment. Also jetzt bist du dran. Und bei 50 Euro Einsatz ist das doch eigentlich ganz nett, was man dann daraus bekommt. So gefällst du mir. So, und weißt du, was ich dir jetzt wünsche? Na? Dass es 2000 gibt. Also eine Eismaschine ist drin. Ich möchte auf jeden Fall. Haben. Oh, lecker. Ja, eben. Oh, da habe ich tolle Rezepte für dich. Danke. Drück in die Daumen. Ja, danke schön. Danke. Ich danke euch zwei. Da danke. Vorne geht's zum Händlerraum. Wir ja. bringen die Dame hoch. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Wir wussten von der Büste nicht die Zeit, wann sie hergestellt wurde und auch nicht, wie sie hergestellt wurde. Das war etwas Neues, dass sie schon mit Bohrern bearbeitet wurde. Endlich mal eine Klarheit, weil wir haben so viele verschiedene Meinungen gehört und so unterschiedlich auch die Preisschätzung, dass wir jetzt, das ist auch der Grund, weshalb wir heute gekommen sind, erstmal eine fundierte Meinung haben und mit der konnten wir was anfangen. Deshalb haben wir auch die Händlerkarte gekriegt, nehme ich an. Für Wilfried Apenberg geht es heute in den Kölner Balloni-Hallen zum Diktat. Ich habe einen Parlographen mitgebracht. Das ist ein Diktiergerät von 1913. Er steht bei mir rum, staubt ein und ich sag mal, je älter man wird, je weniger hat man Lust für solche Arbeiten. Deshalb soll verkauft werden, wenn der Preis stimmt. Was ist das denn für ein Ding? Das sieht ja cool aus. Herr Lichter, schönen guten Tag. Angenehm. Angenehm. Wie heißen Sie denn? Ich bin Wilfried Apenberg. Gut. Herr Apenberg, was ist das? Ja. Ist das so ein Gerät, um sich den Frust aus der Seele zu schreien? Ja, kann man auch machen, dafür nehmen. Dann wird es sogar dokumentiert. Das ist ein Parlograph. Die Basis ist von Edison, dieser Phonograph. Ja. Hier kommt eine Wachswalze drauf. Man spricht ja. in das Rohr rein. Über eine Membrane wird dann eine Nadel bewegt, die dann wie bei einer Schallplatte die Sprache dort einritzt. Ja. Und im umgekehrten Weg kann man es dann wieder abhören. Ja. Während die Sekretärin am Schreiben war, konnte der Diktator hier schon der Diktator? Loslegen. Der Diktator? Ach, jetzt weiß ich auch endlich, wo der Name Diktator ja, herkommt. Ganz genau. 1913 ist das übrigens entwickelt worden und ab 1916 auch in den USA verkauft worden. Ah, und wann hat der Edison den Phonographen gebracht? Der weiß ich nicht mehr. Auf alle 1877. Fälle davor. Ja. Auf alle Fälle davor. Vor dem 19. Jahr. 1877 jetzt. Ja. So, jetzt hätte ich gerne von dir noch mal eine Expertise. Ja, Parlograph. Nennen wir es letztendlich einfach mal Diktiergerät. So, was du nicht gesagt hast, hier fehlt jetzt der Antriebsriemen und an diese Rolle wurde eine Spannung von 110 Volt angelegt. Also quasi, wenn du jetzt reingesprochen hast, du hast hier einen Schaltrichter. Mhm. Ne, da hast du dann quasi, Stenografie weißt du ja, was das ist, ne? Die Kurzschrift. Ja. Ne? So, und da konntest du dir halt die Dame sparen und hast das Ding selber besprochen und konntest dir darüber dann auch anhören. Aha. Hier haben wir ja so eine schöne Wachswalze, du hast dir eine mitgebracht. In hervorragendem Zustand sogar. Ja, der konnte aber nur gebrochenes Deutsch, wie man sieht. Ne, von daher ist das so, dass... ne, also die ist nicht mehr im guten Zustand, die waren sehr anfällig, diese Walzen. Und die waren auch ein bisschen dicker teilweise, wie bei den Edison-Phonographen, damit man sie halt abschleifen konnte. Mhm. Hier hast du dann die Länge drauf gehabt, auf dieser Skala. Das heißt, du hast der Sekretärin gesagt, ich habe 7 Zentimeter gesprochen. Ja, ich habe 7 Zentimeter gesprochen. Genau. Ja. Und ich drehe jetzt einfach mal. Ich muss es einfach mal machen. So. Warte mal, jetzt kriegen wir das hier ab, den Schalltrichter. Wartet. So. Der ist übrigens aus Bakelit. Hier war dann die Möglichkeit zur Aufnahme, dass es eingestellt worden ist. Und dann hoch war die Wiedergabe. Und das kam dann auch aus diesem Schalltrichter. Ja. Ne? Deswegen war das hier drüber. So, jetzt machen wir es mal auf. Achtung. Das Ding ist irre schwer. 20 Kilo hat das ganze Ding übrigens. Guck mal da rein, Horst. Jetzt hat er eingehakt. Ja. Hat er eingehakt? Gut. Ja. Ich wollte meine Finger noch ein bisschen behalten. Also hier ein Elektromotor, hier war ein Antriebsriemen, da konntest du dann auch die Geschwindigkeit einstellen. So, und dann gibt es auch noch diesen schönen, ich probiere es jetzt einfach mal, weil sie ist ja eh schon Fritte kaputt machen. Können wir nicht mehr großartig was. So, warte mal hier die Sperre machen. Dann probieren wir mal drauf. So, und wenn du fertig warst, hast du hier noch einen Hebel gehabt, um die dann letztendlich wieder runterstreifen zu können, diese Wachsrolle. Und er hat schon erklärt, du konntest ein paar Mal anschleifen. Also ich finde das ein ganz tolles Gerät und mich wundert doch immer wieder, wozu der Mensch in der Lage ist und was er für Entwicklungen gemacht hat. Vorhin hat Franz Kafka diesen Parlographen in einem seiner Werke verewigt als Ungetüm. Und er hatte nämlich eine Freundin, die in Berlin in einer Firma arbeitete, die Geräte verkauft haben. Der Kafka, du. Der Franz. Ja, gut, dann sind wir ja fast soweit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Wie viel Geld hätten Sie gerne? Einen glatten Hunderter. Gut. Also ein kleiner Hunderter. Der lässt sich auch besser tragen, da brauchen wir nicht so viel Fummel. Ja, ja.
Was hättest du gern? Was sagst du? Erhaltungszustand ist äußerst schlecht, wenn nicht gar desolat. Und das mindert den Wert erheblich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann Preis zwischen 100 und 150 Euro realistisch ist. Im Top-Zustand bringen sie mal 700 bis 800. Boah. Ja, dann würde ich sagen, da sind wir doch schon so weit. Ne? Das ist doch, was ich haben wollte. Die berühmt-berüchtigte Händlerkarte. Ganz genau. Ja, danke. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Sie einen so eloquenten Herrn neben mir zu haben. Und auch Ihnen für die Expertise. Da vorne geht's nach oben. Viel Spaß, wir schleppen. Ich bin überrascht, dass er sogar mehr als den Preis eingeschätzt hat, den ich also erwartet habe. Oh, eine Jugendstilbiste. Marmor. Eine schöne Frau. Kann auch Alabaster sein. Ich sag es Marmor. Wird Alabaster sein. Marmor. Sagst du Marmor? Ja. Gut, dann schauen wir. Marmor. Wir haben jetzt keine große Taktik. Wir lassen die Dinge auf uns zukommen. Und ich denke, sowas ergibt sich aus dem Gespräch mit den Händlern. Laut Expertise ist die Marmorbüste gut verkäuflich. Ob unsere Händler das genauso sehen? Sind die Bären starr? Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo, die Herrschaften. Hallo. Eine Marmorbüste? Ja, eine Marmorbüste. Wissen Sie, wer die Dargestellte sein soll? Nein. Wir kennen einen Namen, der steht hinten drauf, Livia. Ja. Aber wir wissen nicht, wer sie hergestellt hat. Aus der Belle Epoque-Zeit, sage ich einmal, 20er Jahre. Früher. Früher, 1910. Ja. Früher. 1905. 1890 hat er gesagt. 1890. Geschätzt worden, und zwar aus Italien, vermutlich Florenz. Ach ja. Schon interessiert mich das ein bisschen mehr. Ist sie aus Ihrer Familie, oder? Nein. Selber erworben? Ja. Ja. Die war ganz schwarz, als ich sie gekauft habe auf einem Flohmarkt in Kiel. Also ich fange es mit 80 Euro an, wenn das so ein Flohmarktfund war. Ja, da lache ich dann drüber. Ja, komm hier noch. Angefangen. Ey. Ich biete Ihnen 400 Euro. Das ist schon ein anständiges Gebot. Ich stelle mir jetzt eine schöne korinthische Säule vor, wo die draufsteht im Eingangsbereich. Mhm. Das macht schon was her. Ich mache noch 450. Gut, dann sage ich 500. Ja. 600. Sind wir noch weit entfernt. Ich gebe Ihnen 1000 Euro. Das kommt schon in die Nähe. Ja. Sie verkaufen sie mir nicht für 1000? Nein. Nee. Wo liegt denn Ihre Schmerzgrenze, wenn ich mal so fragen darf? Nein, wir denken eher an 1500, um jetzt einfach mal eine Größenordnung zu sagen. Ja. Und das sollte sie eigentlich auch bringen. Sollte. Müssen Sie wissen, aber 1000 Euro, überlegen Sie jetzt, was Sie damals bezahlt haben. Das wissen wir ja nicht. Ich gehe davon aus, das ist wesentlich weniger. Und 1000 Euro haben oder nicht haben für eine solche Büste. Es war wesentlich weniger, aber zu der Zeit für mich viel Geld. Das glaube ich Ihnen. Ist schon eine schöne Figur. Würdest du noch mehr geben? Ja. Elke? Nein. Lucky? Nein, ich war nicht mehr. Von mir kommt nichts mehr. 1, 2. Nein. Verkaufen Sie sie mir für 1000 Euro. Das Höchstgebot steht. Also ja oder nein? Sollen wir das machen? Na ja, machen wir's. Dann machen wir's. Gib den ja? Ruck. Dann bitte kommen Sie nach vorne. 500 und 500 sind 1000. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Ist ein guter Händler. Schön, Sie in Bamberg besuchen zu kommen. Es ist eine wunderschöne Arbeit, das muss man wirklich sagen. Da findest du einen Käufer. Die ist cool, die Keule. Ja. Es fällt mir ein bisschen schwer, sie herzulassen, weil sie hat mich 25 Jahre begleitet und sie ist einfach ein lieblicher Engel. Im Händlerraum ist derweil das Diktiergerät aus dem Jahr 1913 eingetroffen. Was ist das denn? Also Nähmaschine ist es ans Nett. Pallograph ist es, ein Pallograph. Das hat aber auch nichts mit Aufnehmen zu tun. Das ist Pallograph mit Musik. Da. Hey. Puh. Und sagt einer was, Lucky, da drin? Hallo, hallo. Also ich denke oder hoffe, dass das Gerät so interessant ist, weil es auch sehr selten ist und dass ich dann auch den Preis erreiche, den der Experte als Minimum angegeben hat. Und das Maximum, das lassen wir mal auf uns zukommen. Das bedeutet, 150 Euro sind geschätzt. Und mindestens 100 Euro sollten es schon werden. Tag zusammen. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Und da kommt noch das Zubehör. Die weltbekannte
hat was mitgebracht. Eine Walze? Ja. Ja, ist die Walze. Ja, ich habe Ihnen den Parlographen mitgebracht. Parlograph, ja. Das ist ein Diktiergerät, das wurde damals von Lindström entwickelt. Ja gut, das kann man nicht mehr benutzen, dieser Deko. Nein, nein, das ist... Das geht nicht mehr, kann man auch nicht mehr reparieren, da geht nichts mehr. Könnte man schon, es ist soweit elektrisch und mechanisch in Ordnung. Hier fehlt nur der Keilriemen und der Stromanschluss. Das ist aber einen, den man an normalen Bügeleisen früher auch hatte. Den kriegst du ja noch. Ja, aber trotzdem, es ist ein Ausstellungsstück. Man kriegt keine Walzen mehr. Sie sehen die Walze, die Sie da aufmachen. Die ist ausgetrocknet, zerbrechen. Das ist das gleiche Problem. Also ich kenne keinen mehr, der sie herstellen kann. 1980 hätte ich das vielleicht noch geschafft, aber heute nicht mehr. Zwangs unter Geflecht. Es ist ein hübsches Deko-Exponat, sage ich einmal. Und deswegen starte ich mit 50 Euro. Das ist mein erstes Gebot. Ich gebe Ihnen 85. Noch ein bisschen zu wenig. Noch ein bisschen zu wenig. Ja, ich wüsste, was ich damit machen soll. Sie sind noch nicht ganz dran. Also nicht ganz. Du sollst was drauflegen, oder dir ist. Ja, gut. Dann mach ich 100. Schmerzgrenze erreicht. Ja, 100, bin ich doch dabei. Ja, wunderbar. Okay. Also, sehr gut. Ich bedanke mich. Wissen, warum dass ich das jetzt gekauft habe? Weil ich noch nie so ein Gerät gesehen habe. Drum kriegen Sie von mir 100. Der Horst war genauso baff, wie er das Gerät gesehen hat. Danke. Ich habe aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Sie sind genau meinen Vorstellungen gegeben. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, so ein Prügel habe ich auch noch nicht gesehen. Du stolzer Parlographbesitzer. Ideal. Für die damalige Zeit. So was braucht man. Ja, und heute machen wir alles mit dem Handy. Das Gerät jetzt hier zu lassen, es verkauft zu haben, fühlt sich insofern gut an, weil das Ding wiegt 20 Kilo. Ich muss es nicht mehr nach Hause schleppen. Andrea Dahlmann hat einen Kettenanhänger im Angebot, der bei ihr nicht mehr zur Geltung kommt. Ich möchte ihn gern verkaufen, weil ich ihn 30 Jahre nicht getragen habe. Ich habe ihn jetzt wiedergefunden und möchte ihn gerne jemand geben, der ihn wertschätzt. Auf zur Expertise. Bitte schön, kommen Sie zu uns. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist die Frau Hoffmann. Guten Tag. Schönen guten Tag. Jetzt brauchen wir noch Ihren Namen. Andrea Dahlmann. Frau Dahlmann, darf ich das schon mal rüberreichen? Bitte schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Sie mitgebracht haben. Ich habe einen Bergkristall mitgebracht. Und was für einen Oschi? Den mein Großvater Anfang der 20er Jahre seiner angebeteten Waldfrau geschenkt hat, selber hergestellt hat. Selber hergestellt? Er ist ein Pionier der Edelstahlschleifkunst gewesen. Die ist in der auch Nähe Dahlmann? Von Idar-Oberstein? Nein, ja. Mildenberger. Mildenberger. Und zwar hatte er mit einem Freund die erste elektrisch betriebene Edelsteinschleiferei. Wow. Warum gibt man dann so einen schönen Bergkristall weg, der noch in der eigenen Familie mal geschliffen wurde? Ja, ich habe also mehrere Erbstücke, schöne Erbstücke. Kistenweise und das hier habe ich jetzt nach 30 Jahren wiedergefunden. Und da ich es nie getragen habe, möchte ich es eigentlich jemandem geben, der es wertschätzt, der es toll findet und es gern tragen möchte. Ja, das ist auch eine gar nicht so verkehrte Idee. Ich habe auch so ein paar Sachen mal wiedergefunden bei mir, die ich nicht vermisst habe. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dann brauche ich es auch nicht. Da kann man es auch schön abgeben. Meine Liebe, erzähl mir ein wenig über diesen Bergkristall. Ist Bergkristall etwas besonders Wertvolles? Bergkristall haben wir sehr viele Vorkommen, also nicht nur in Brasilien, sondern auch hier in Deutschland. Mhm. Findet man eigentlich überall. Quarze sind ja eigentlich im Allgemeinen sehr bekannt. Mhm. Ja, wir haben auch um uns herum sind Quarze. Die schweben nämlich hier überall in der Luft. Ach, stimmt. Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Das ist auch mit der Grund, warum teilweise manche Gesteine irgendwann mal an Farbe verlieren oder auch an Feuer, wenn sie nämlich unter einer gewissen Mooshärte sind. Weil Quarz hat die Härte 7 und alles, was dann darunter wird, wird dann irgendwo blass. Das, weil so viele kleine Quarzpartikelchen schon alleine in der Luftatmosphäre sind. Irre. Wie alt mag das jetzt sein? Ich meine, wenn es da der Opa geschliffen hat, kann es ja nicht so alt sein. Das müsste vom Anfang der 20er Jahre sein. Mhm. Kann man das so ein bisschen auch jetzt erkennen oben an der Fassung? Dem hätte ich auf jeden Fall zugestimmt, weil das ist eigentlich gerade mit diesen wunderschönen Weintraubenappliken. Wir haben also einmal Weintrauben und dann noch die Blätter dazu. Das ist eigentlich klassisch für die Zeit der 20er Jahre.
Wurde auch mit Silber gefertigt. Ist da irgendwo eine Punze eingeschlagen, was das für ein Silber ist? Also ich habe keine Punze finden können, aber es ist eindeutig Silber. Also es ist mindestens 800er Silber. Mhm. Ja, aber die genaue Legierung kann ich hier nicht feststellen. Ist das denn bei der Wertermittlung jetzt sehr wichtig? Weil ich denke mal, das ist ja nicht gerade viel Silber. Ne? Nein, es werden ca. 5 Gramm sein maximal. Also dementsprechend zählt eigentlich viel eher hier die ältere Arbeit. Ja. Jetzt weiß ich natürlich von vielen Edelsteinen, dass sie nach Reinheitsgraden und Ähnliches bewertet werden. Wie wird ein Bergkristall bewertet? Wird er nach Größe, auch Reinheit oder Schliff? Oder ist es eine Zusammensetzung aus all dem? Also bei den Kristallen sagt man generell augenrein. Da wird also nicht von lupenrein gesprochen. Also er ist auch so oder so augenrein. Mhm. Ja, was natürlich hier maßgeblich ist, ist zum einen einmal die Größe. Ja, zumal aber auf der anderen Seite schon sehr große Steine auch zu relativ günstigen Preisen derzeitig angeboten werden, weil es eben relativ viele davon gibt. Mhm. Ja, meine liebe Frau Dahlmann, jetzt kommt die Frage aller Fragen, bevor die Antwort aller Antworten kommt. Was hätte man denn gerne dafür? Ich hätte mir vorgestellt, über 100. Über 100? Über 100, ja. Genau. Warum, was kostet denn die neue Handtasche? Über 100? Nicht für die Handtasche. Sondern? Ich möchte gerne in das Sparschwein was stecken für meine zukünftigen Enkelkinder. Für die zukünftigen? Genau. Ach, die sind noch in Arbeit? Ja, sodass es vom Uropa auf den Ururenkel übergeht. Das hört sich schön an. Ja. Ja, ja, was können wir denn dem noch nicht gemachten Enkel schenken? Die Waage wird es zeigen. Alles steht und fällt mit dem Gewicht des Kristalls. So, ich habe jetzt insgesamt 26 Gramm. 26 Gramm. So, jetzt gehen wir mal her und ziehen mal 5 Gramm ab für die Fassung. Ja, ja? Sind wir bei 21 Gramm. Genau. Okay. Ein Karat hat 0,2 Gramm. Aha. 105 Karat. Ja, leck mich Schüssel. Da spricht die Erfahrung und das Wissen. So, aber was ist es denn wert? Kriegen wir die 100 Euro Minimum zusammen? Ich würde das Ganze aufgrund der schönen Arbeit zwischen 90 und 110 beziffern. Also wir liegen so, ja. Das war jetzt sehr diplomatisch, denke ich mir. Ich finde es aber auch schön, davon abgesehen. Und Frau Dahlmann, für die Enkel kann man alles tun. Ja, das hätten wir gern schon für Dankeschön. Sie, bitte schön. Den Stein nicht vergessen. Oben mit der Eugel schon ein bisschen klimpern und dann klappt das. Tschüss. Dankeschön, Frau Dahlmann. Tschüss. Da geht's zum Händlerraum, ja. Ich habe erfolgreich das Händlerkärtchen gekriegt und versuche jetzt, mein Altertümchen bei den Händlern gut loszuwerden. Ein betagtes Kartenspiel gibt Klaus Nino seit geraumer Zeit Rätsel auf. Ich würde gerne erfahren, was das für eine Rarität ist, ob das überhaupt einen Wert darstellt und ob es sinnvoll ist, es zu verkaufen. Fragen, die in der Expertenhalle gleich beantwortet werden. Und zwar von Sven Deutschmanek. Bitte schön. Oh, das ist aber was ganz Kleines. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ich bin der Klaus. Klaus? Sven. Klaus mit Nachname? Nino. Nino? Ja, mit mir hinten. Darf ich das schon mal haben? Jahresfeier Wallenstein. Danke. Bitte schön. Ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel. Lieber Klaus, bist du Kartenspieler? Ja. Was spielst du am liebsten? Skat. Skat, das kann ich leider nicht. Nee, ich auch also nicht. Ich liebe ja Poker, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ohne Geld. Dann wird es gefährlich. Wenn du aber Skatspieler bist, ich merke ja schon, du machst das sogar richtig gerne. Ja. Ne? Aber es war ja immer so in der Vergangenheit, mit diesen Blättern hat man ja nicht gespielt. Das war ja eine Rarität. Ja. Und da hat man gesagt, nee, mit dem Blatt nicht. Man hat normal so für den Hausgebrauch die Karten. Du sagst schon selber, das hier ist was Besonderes. Weil ich sehe hier 300-Jahr-Feier der Abwehr Wallensteins. Ja, pass auf, ich schieb's mal rüber, dann können wir es hier alle ein bisschen besser lesen. Ja. Besonders. Jetzt frage ich dich als erstes, warum meinst du, dass sie so ganz besonders sind? Na, erstmal sind sie sehr alt, von 1928. Mhm. Und die sind herausgegeben worden als Jubiläumsausgabe, 300 Jahre Belagerung Stralsunds durch Wallenstein. Genau, ja. Durch das Tageblatt, durch die Zeitung. Durch die Zeitung. Ja. Und zu der Zeit gab es in Stralsund noch eine Spielkartenfabrik. Ja. Die gab es bis 1931. Ja. Und vorher ist die Stralsunder Spielkartenfabrik mal mit der Altenburger zusammengelegt worden. Ja. Und nach 1931 war die Produktion dann nur noch in Altenburg, weil die Produktionsverhältnisse das nicht zuließen, diese Produktionsstätte zu erweitern. Ja, Stralsund hat natürlich schon eine viel längere Geschichte, was Spielkarten angeht. Ich weiß. Ne? Das fing nämlich schon, ich meine, 1765 an. Mhm. Da gab es nämlich den Johann Kaspar Kern. Der hat da die erste Spielkartenfabrik gegründet. Und danach haben sich bei euch immer mehr angesiedelt. Und dann haben die sich nachher zusammengetan
so um 1870, irgendwann muss das gewesen sein. Vereinigte Stralsunder Spielkartenfabriken Stralsund. Hier ist es eine nette Geschichte. Wir haben ja diese 300-Jahr-Feier gehabt, weil damals der Feldherr Wallenstein, das war ein böhmischer Feldherr, der hat damals, hier steht es drauf, 1628 Stralsund belagert. Und dann war es dann halt so, dass dänische und schwedische Truppen waren es, glaube ich, die damals dann Stralsund von der Belagerung befreit haben. Ja. Ne? Und zu dieser 300-Jahr-Feier sind dann diese Spielkarten aufgelegt worden. Und sie sind halt über das Stralsunder Tageblatt, das ist bei euch eine Zeitung, darüber wurden die rausgegeben. Es gibt für mich noch einen Indiz, dass ich dem Alter, was du vorhin erwähnt hast, auch letztendlich zusprechen würde. Wir haben ja einmal noch den Reichsadler, später ja Bundesadler, drauf gestempelt. Den gab es von 1871 bis 1945. Es sind 32 Karten, sind alle vollständig. Und was wir auch noch auf den Karten haben, ist das Stadtwappen von Stralsund. Mhm. Was auch wieder schön ist. Mhm. Du hast gerade gesagt, äußerst selten. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie hoch die Auflage von diesen Karten war. Ne? Aber es ist halt schon mal ein spezielles Skatset. Also ich denke mal, die werden in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift damals wahrscheinlich so fast als Werbeartikel verkauft worden sein. Oder wer ein Abo hatte oder so, weißt du, hat dann auch diese Karten. Kann auch sein. Trotzdem sind sie sehr schön. Wie hoch ist denn die Wertvorstellung? 60, 70 Euro. 60, 70 Euro. Und das geht wieder rein in die Kasse, in die Skatkasse? Nö, das geht in die Haushaltskasse. Haushaltskasse, hat die Frau gesagt. Ist ja nicht so viel. Ne? Da können wir mal vernünftig mit essen gehen und das war's. Ja. So 60, 70 Euro. Ist das machbar? Ist das... Folgen nun gute oder schlechte Nachrichten? 70 Euro ist schon ein recht hoher Preis. Ich sehe hier einen realistischen Wert so um die 30 Euro. Mhm. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Ehrlich? Ja, nehme ich zur Kenntnis. Ich habe jetzt extra mal nichts gesagt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke als Skatspieler, aber du pokerst ja nicht hoch, ne? Nein, das wäre jetzt aber der Blöde. Aber die werden definitiv verkauft. Ja, wenn sie jemanden nehmen, verkaufe ich sie. Ja, dann gebe ich dir die Karte mit viel Vergnügen. Viel Erfolg. Danke dir. Dann geht's zum Händlerraum. Tschüss. Also die Schätzung ist etwas niedriger ausgefallen, als ich das eigentlich gedacht hatte. Aber so richtig klare Vorstellung hatte ich nicht. Deswegen bin ich auch nicht enttäuscht. Ich kann nicht gut verhandeln. Ich warte einfach ab. Und denke, der Bergkristall spricht für sich selbst. Ob Andrea Dahlmann ihren Wunschpreis von über 100 Euro erzielen kann? Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Ihr könnt Tabaksbeutel. Nein, ich habe ein altes Handwerksstück meines Opas mitgebracht. Schön. Danke sehr. Dankeschön, das ist ein Bergkristall, ein geschliffener. Genau. Die Montur könnte aus Silber sein? Ja. Weinranken sehe ich hier. Sehr schön. Hat das etwas mit einem Winzer zu tun? Nein, mein Großvater hat 1920 in der Nähe von Idar-Oberstein die erste elektrische Edelsteinschleiferei gegründet. Mhm. Und das ist eines der ersten Stücke, die er seiner damals Verlobten, später meiner Oma, geschenkt hat. Süß. Sehr schön. Aber schön. Der Bergkristall ist ja auch einer, sagt man, der Heilsteine, sagt man dazu, für Wohlbefinden, für Liebe, für Waldi. Waldi. Ja. Jetzt zeig mal, was du kannst, mein Freund. Jawohl, jetzt geht's mir. Lebkraft. Ja, ein Fofi. 50? Ja. Gut, ja, ist ein guter Einstieg. Diese Form nennt man auch Briolett-Schliff. Ja. Den haben die bei uns an der Lampe hängen. Oder Tropfenform. Ja, ich hätte auch Tropfenbirnenform. Wenn er überall ringsherum geschliffen ist, sagt man Briolett. Aber ist egal, es ist auch in Tropfenform, hast du schon recht, wenn man die Form nimmt vom Stein. Aber ist auch ganz exakt geschliffen durch die elektrische Maschine. Die Kette dazu gibt es nicht mehr. Nein, die habe ich nie gesehen. Silber, ja. Silber? Dann mache ich 60. Alleine der Edelsteinwert ist schon mehr als 100. Das ist doch klar, oder nicht? Nein, das ist ein Bergkristall. Hängt eine Lampe, die Truppe. Ich gebe trotzdem 80. Soll mal Schwung in die Bude kommen. Ecke, was meinst du? Naja, ich. 19, 90. Ja, zwei Nullen wären ganz schön. Zwei Nullen? Hinten, ja. Ach, hinten. Dann hätte ich ihn direkt geboten. Es ist ein schöner Schliff. Von mir kriegen Sie 100 Euro. Zeig mal den Brühl noch mal. Ist schon schön. Jetzt sind wir schon da, wo man sagen kann, jetzt geht's in die richtige Richtung. Ich glaub nicht. Das ist ein Kristall. Ja, ist uns. Der
Jawohl. Das ist nicht das, was an deinen Lampen hängt. Ja, klar. Nein. Nur bist du Silber drumherum gebängelt. Der macht schön. Einfach schön. Der macht das Gesicht wieder Overrohr. Schauen wir mal um. Wissen Sie was, ich lege noch einen Zehner drauf und sag 110 für Silber. Sehr gut. Ja? Ja. Ja? Alles klar. Wunderbar. Oh, das war schnell entschieden. 110. Sie wollten die Dame verkaufen. Bitte schön. 50, 100 und 110. Bitte schön. Wunderbar. Schönen Dank, ja. Adieu, die Dame. Tschüss. 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 Gute Einfahrt. Siehst du mal, das Mädel haben wir glücklich gemacht. Weil ich dumme Däume, der noch uns gerade umgehört. Ich habe so ein bisschen Steche. Es gibt nicht mehr viele Edelsteingraveure in Niederoberstein. Das Kunsthandwerk, das stirbt aus. Da gibt's auch eigene Figuren, die aus Bergkristall geschnitten also werden. Also ihr seid ja Juweliere, aber ihr seid auch Antikhändler, ne? Also beides bei uns doch. Hängen die an der Lampe. Das sind Kristallgläser. Ist alles gut gelaufen, Wunschvorstellung um 10% übertroffen, alles klar. Ich bin sehr zufrieden über meinen Kauf. Ich habe im Laden eine passende Kette dazu. Dann ist der Bergkristall ein neutraler Stein, passt überall zu und ich glaube gut verkäuflich. Jetzt warte ich noch mal ab, was die Händler zu diesem Verkauf sagen. Und dann werde ich mich entscheiden, ich verkaufe oder ich verkaufe nicht. Und wenn ich nicht verkaufe, dann nehme ich das auch gerne wieder mit nach Hause. Wir haben in Stralsund ein wunderbares heimatkundliches Museum. Und die würden dann das Geschenk von mir bekommen in dieser Form. So oder so. Die besonderen Spielkarten sollen nur in gute Hände abgegeben werden. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Oh, jetzt blinkt es wieder, oder? Nee. Ein Nein, Kartenspiel. Jawohl, vielen Dank. Ein Kartenspiel. Hast du Schubladen leer geräumt? Ja, kann man so sagen. Ist das vollständig? Ja, natürlich. Ich dachte zuerst, das sind Tarotkarten, aber sind es nicht. Das sind Spielkarten. Ja. Wahnsinn. Zu einem Jubiläum 1928. Da schau mal. Jetzt mal ein paar schon. Okay. Stralsund. 26, 28. Ja, 300 Jahrfeier der Abwehr Wallensteins. Da dürfte das von 1920 sein. 1928 ist es gedruckt. 1928. Und zwar waren da 300 Jahre diese Belagerung von Wallenstein, das Jubiläum. Ja. Und zu dem Anlass ist es rausgegeben worden. Und auf der Rückseite, auf dem Rücken steht drauf, was Wallenstein gesagt hat und was die Stralsunder dazu gesagt haben. Da ist ein Spruch drauf in Hochdeutsch. Die Stadt muss herunter und wäre sie auch mit Ketten an den Himmel gebunden. Und auf der rechten Seite steht ein Spruch in Plattdeutsch. Ergeben, dat don wir nicht. Geld, dat haben wir nicht. Schurken, Rebellen, dat sind wir nicht. Süß. Also ich finde sie interessant. Hochinteressant, der Lesung. Ja, ja. Also ich muss sagen, zum Spielen zu schade. Das gehört eigentlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht in einem Museum oder so. Wäre wahrscheinlich besser, weil... Ja. Das ist ja wirklich was Außergewöhnliches. Der Zustand ist ja auch gut. Also ich habe es jetzt schon etwa 30 Jahre in meinem Besitz. Benutzt habe ich es eigentlich nicht. Wenn man Skat spielt, spielt man ja mit herkömmlichen Karten. Ja. Und das war immer was Besonderes, hat man immer geschont. Deswegen ist es auch noch so gut erhalten. Ja. Interessant. Das ist interessant, ja. Aber wo fängt man da an? Ja. Ich habe keine Ahnung. Die Kaufabsicht ist vorhanden. Fragt sich nur, zu welchem Preis. Ich will Sie nicht beleidigen, aber ich sage mal 20 Euro als erstes Gebot für dieses Kartenspiel. Ich habe da keinerlei Erfahrung. Es ist einfach nur interessant. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Ist nicht schlecht. Von mir kriegen Sie 100 Euro. Ui, das ist gut. Wenn du die Erfahrung hast, dann weißt du wieder was. Gut ist. Das glaube ich. Dann weißt du wieder was. Die Bilder hinten ist eine Geschichte. Aber 100 Euro finde ich schon. Ja, das ist schon ein ziemlich starkes bayerisches Gebot, muss ich sagen. Finde ich auch ein starkes bayerisches Gebot. Ja. Na, komm mal her, dann kriegen Sie einen Hunderter. Einen bayerischen. Und ich habe ein Kartenspiel. Okay. Bitteschön. 50 100, okay? Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen, der Herr. Wiedersehen. Ich wünsche mal ein gutes Blatt. Danke sehr. Tschüss. Was hast du denn jetzt gemacht? Das ist doch gut. Der hat einen Royal Flash gekauft. Ja, wirklich. Der weiß schon, was er macht, der Ludwig. Der hat einen Spielkartensammler. Ich bin sehr erfreut, weil der Erlös etwa das Dreifache ist, was der Experte eingeschätzt hatte. Und fahre eigentlich freudigen Herzens wieder zurück nach Stralsund. Gabriele List bringt etwas Funkelndes aus dem Familienbesitz zu Bares für Rares.
Ich möchte gern einen Brillantring verkaufen, den hat mir meine Mutter geschenkt. Und ich trage aber keine Brillantringe, weil ich auch so schmale Finger habe und kleine Hände. Und deshalb möchte ich ihn heute verkaufen. Vorher ist die Expertise dran. Bitte schön, kommen Sie zu uns. Ich glaube, mein Name ist Gabi List. Liebe Gabi List, darf ich vorstellen, Ann-Kathrin Hoffmann. Hallo. Hallo. Und guck mal hier, ich habe wieder ein Schmuckstück für uns. Bitte schön. Dankeschön. Liebe Gabi, darf ich Gabi sagen? Natürlich. Dankeschön, liebe Gabi. Gabi, erzähl mir, wow, das ist aber mal ganz heftig. Ja. Boah. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und wer verschenkt? Klar, Mama verschenkt sowas. Ja. Ist jetzt ein bisschen älter geworden und trägt keine Brillantringe mehr, nicht so gerne. Und, aber ich kann keine Brillantringe tragen, weil ich habe zu kleine Hände und zu schmale Finger und möchte ihn gern verkaufen. Und dann dir irgendwas Schönes erfüllen? Ja, eine schöne Reise. Liebe Gabi, was möchtest du denn dafür haben? Was stellst du dir denn so vor? Also ich hatte mal eine Expertise machen lassen über 7.000 Euro. Was wäre denn seine persönliche Grenze, so wo du sagen würdest, oh ja, komm. Also 5.000. Ja, sollen wir erst mal gucken? Ja, so richtig. Mal sehen, was... Dann hören wir uns jetzt erst mal ein bisschen über den Ring an. Ja. Weil der sieht doch, wie ich finde, außerordentlich schön aus. Wie alt mag so ein Stück sein? Du bist schon am Vermessen, sehe ich, ne? Ja. Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall so um die 70er Jahre vielleicht gefertigt worden ist. Ist aber schon moderner Schliff, ja. Die Proportionen sind eigentlich auch ganz schön. Mhm. Was ich direkt hier feststelle, dass die Steine, was aber nichts Außergewöhnliches ist, nicht ganz exakt gleich groß sind. Der eine ist etwas anders geschliffen als der andere. Mhm. Die werden also so circa zusammen 1,50 Karat haben. Aber der eine hat einen etwas anderen Schliff. Dafür ist die Tafel aber auch bei dem anderen etwas kleiner. Mhm. In den 70er Jahren waren die Maßstäbe für Diamanten im Allgemeinen noch nicht ganz so radikal, wie sie heutzutage sind. Proportionen sind schön, Symmetrie ist wunderbar, hat auch eine tolle Brillanz, wenn man sieht. Ja, sehr schön. Und den finde ich jetzt auch nicht so wie viele Sachen aus den 70er Jahren, wo man sagt, man sieht so richtig 70er, den kann man auch heute noch tragen. Richtig, ich, ganz klassische Krabbenfassung, das heißt, dadurch kann das Licht von unten sehr schön einstrahlen. Ja, da kommt also die Brillanz des Steines auch wirklich sehr schön zum Tragen. Das Ganze hier abgerundet mit den anderen Brillanten drumherum, leicht im Verlauf. Also eigentlich wirklich eine schöne Arbeit, die ich finde auch heutzutage noch so, wie er ist, gut verkäuflich ist. Und er ist sehr elegant. Ist ein eleganter Ring. Sag mal, die Ringschiene ist Gold. Mit Sicherheit, ne? Richtig, wir haben hier 18-karätiges Gold, 6,2 Gramm, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so ausschlaggebend. Es geht eigentlich hier vielmehr um die schönen Brillanten. Ja. Der Ring ist gefasst mit 17 Brillanten, auch höherer Farbgrad und höherer Reinheitsgrad. Ja, also wir haben hier im Gesamten, haben wir wohl gemerkt, also allgemeine gute Qualität von Steinen, wobei ich alle Steine als top-wesselten einschätzen würde. So, jetzt würde ich doch gerne wissen, er ist mit Sicherheit gut verkäuflich, oder? Der ist sehr gut verkäuflich, sicherlich, aber es ist natürlich eine Frage des Preises. Und das bedeutet? Ja, also wir liegen hier, denke ich, ein bisschen unter dem, was Sie sich vorstellen. Also ich würde ihn derzeitig taxieren mit 4.000 bis 4.500 Euro. Oh, gut. Ist ja nicht so weit weg, ne? Ja, also wenn es 4,5 geht, ist dann auch schön, ist, ne? Okay. Ja. Gabi, du musst mir nur eins versprechen, weil die Händlerkarte gebe ich dir natürlich. Wenn du möchtest, darfst du ihn auch schon wieder einpacken. Tust du mir einen Gefallen? Ja. Versprichst du mir das? Jeden, Horst. Jeden? Jeden. Gabi, lass dich nicht so dolle runterhandeln. Ich bin schon ganz kalt. Ja? Nicht runterhandeln lassen. Ja, ich probier's. Ja? Nein, nicht probieren, versprech's mir. Ich versprech's. Ja? Sonst muss ich mit dir schimpfen. Gabi, danke schön, dass du da warst. Danke auch. Gerne. Vielen Dank. Ja. Viel Spaß bei den Händlern. Ne? Dankeschön. Gerade stellen. Gerade stellen. Jawohl. Danke. Tschüss. Gott, dir war wieder so ein Mensch, den ich nur knuddeln könnte. Ja, ganz toll. Ganz lieb, nett. Also ich würde mir wünschen, dass die oben am Rad drehen und 8.000 Euro, weißt du, dass die mal 2 Monate wegbleiben kann. Es ist ein schönes Gefühl, vom Horst jetzt die Händlerkarte bekommen zu haben. Da freue ich mich drüber. Und jetzt bin ich gespannt, was die Händler dazu sagen. Ein großes Konvolut nähert sich den Balloni-Hallen in Köln-Ehrenfeld, noch im Besitz von Edith Niedig. Dieses Besteck kommt von meiner Großmutter, das habe ich von ihr vererbt bekommen, weil sie wusste, dass ich immer Tischkultur schon so sehr liebe und auch sehr gerne Gäste zu Hause habe. In Zukunft soll das Besteck jedoch andere erfreuen.
Schönen guten Tag, junge Frau. Hallo. Was für ein sympathisches Lächeln. Dankeschön. Ich bin Edith Niedig aus Köln. Edith Niedig? Niedig aus Köln. Das ist aber Edith darf man auch sagen. Edith, ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Mein Gott im Himmel, hier macht aber einer seine Küche leer, du. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ein, was weiß ich, wie viel teiliges Silberbesteck. 79 Stück. 79 Stück ist komplett. Mhm. Nee, es ist nicht komplett. Also hier fehlt irgendwas noch. Keine Ahnung. Das Wichtigste fehlt. Das Wichtigste fehlt ist was? Die Löffel. Welche Löffel? Ach, meine Oma, meine Oma hat keine Suppe gegessen. Ja, dann fehlen die auch nicht. Ja, ja, entschuldige bitte. Ja, ich kann, ja. Wenn man keine Suppe mag, brauchen wir so keine Suppenlöffel. Ne? Genau. Oder? So ja. Ist das. Albert. Also wir haben hier ein fast komplettes Service für 12 Personen. Messer, Gabeln, kleine Löffel, kleine Gabeln. Suppenkelle, Soßenlöffel, hier Butter und Käse, Zuckerzange, ist alles da. Es fehlen natürlich die Löffel. Was interessant ist, ist hier, die Manufaktur kann auch ganz genau abgelesen werden. Es ist hier neben der 90 eine Punze mit einem Centaurus. Und das ist das Zeichen der Firma Erbe in Schmalkalden in Tübingen. Lieber Albert, wann ist das gemacht worden? Wie alt ist das? Der Modellentwurf war von 1910. Ihre Ausführung dürfte aus den 20er Jahren sein, also in den 20er Jahren gekauft worden sein. Ich kann das deswegen sagen, ich kann es aufgrund der Boxen und dieser Sachen feststellen. Okay. Aber es ist nicht ganz aus der Zeit, es ist also nicht aus der ersten Zeit, also nicht von 1910. Okay. Aber das ist nicht sehr tragisch, weil dieses Modell wurde sehr lange bis zum heutigen Tage produziert. Sie hat so einen unglaublich glücklichen und fröhlichen Gesichtsausdruck. Ja, sie macht mich auch ganz glücklich. Ja. Ja, das ist doch toll. Wie viel wird denn gewünscht an Geld? Möchte ich gar nichts mehr dazu sagen, was ich mir... Trotzdem, einmal ein Wunschpreis. 150? Also so hohe Beträge sind definitiv nur zu erzielen, da muss es Vollsilber sein. Und selbst bei Vollsilber weiß ich, dass die Stiele der Messer immer nur mit Sand aufgegossen sind. Also... Du machst die Dame völlig kirre. Also pass auf. Mhm. Dieses Service, diese Besteckteile, gibt es in 20er Versilberung, in 60er Versilberung, in 90er Versilberung. Sie haben die 90er Versilberung. Oh, das ist ja toll. Und ich bewerte Ihr schönes Besteck natürlich auch nach dem Zustand, den ich für sehr gut empfinde. Und ich weiß, dass wenn Sie so einen Suppenlöffel heute kaufen wollen, dass der alleine bei Ideal 150 Euro kostet. Das neu. Ja. Das ist ja alt. Ja, aber ich finde, die sind alle nur mit 20er versilbert. Und hier haben wir eine 90er Versilberung. Wie viel ist das gesamte Konvolut nun wert? Sie sollten Minimum 350 Euro bekommen. Okay. Das ist ja viel mehr. Das ist ja das praktisch mehr als das Doppelte. Edith, weißt du, wann man einen Menschen mag? Wann denn? Wenn man sich mit ihm gerne zankt. Ja, das finde ich auch. So, und mit dir habe ich mich gerne gezankt. Das hat mir große Freude gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Liebe Dank Edith, für die Karte. Die Händlerkarte, sehr Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ich wünsche dir viel Spaß oben bei den Händlern. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Tschüss. Als ich den Preis von dem Experten gehört habe, war ich so glücklich, dass es viel mehr, fast doppelt so viel, mehr als doppelt so viel war. Und freue mich jetzt darauf, dass ich das vielleicht auch erzielen kann. Also wenn ich gleich reingehe zu den Händlern, dann hoffe ich, dass sie sehen, dass es ein wertvoller Ring ist und dass er dann in gute Hände kommt. Und gegen jede Menge Bares hätte Gabi natürlich auch nichts einzuwenden. Guten Tag. Hallo, die Dame. Guten Tag. Oh, der blinkt bestimmt. Ja. Dankeschön. Danke sehr. Bitte. Mein Name ist Gabi Liss, ich komme aus Frankfurt. Jawohl. Und habe Ihnen einen schönen Brillantring mitgebracht. Wo ist der, welches Frankfurt? Ja, Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Also das große Frankfurt. Ja. Ja. Nicht an der Oder. Das ist ein sehr schöner Ring. Der hat zwei große Brillanten in der Mitte. Die haben schon den modernen Brillantschliff, also mit 56 Facetten. Mhm. Sehr schön. Ja. Farbe ist gut. Ein paar kleine Einschlüsse haben Sie, aber Sie haben einen schönen Ring mitgebracht. Also der Wolfgang sagt zwar, hier sind ein paar Dinger drin. Ich sehe nichts. Doch, doch. Aber der Wolfgang hat doch nie Ahnung, wie ich hier drin. Aber der ist schön. Der ist wirklich schön. Der ist schön, ja. Ja.
Das machen die schon. Das hat das durchgerollte, der ja. Rubel. Ja, ja, zwei Schmuckhändler. Oh. Bitte schön. Gleich zwei. Wir haben ja eigentlich sogar noch ein paar mehr. Dann, zeig's mir den schön. Zeig's bitte. Schreib mir direkt, dass ich auch mal was sehe. Ich wollte gerade eröffnen. Ja. Aber die sind zwei schöne, muss ich sagen. Die Farbe stimmt. Ich fange mal an, so mit 700 Euro. Naja. Da räuspern Sie sich nur, wa? Ja, das ist. Ja. Anfang. Anfang, ja. Anfang. Ist der Anfang. Wir sind fünf. Ja. Gut. Hm? Nett. Ja. Ja, ihr müsst doch mal anfangen. Ja, ich bin mittendrin. Welche, was meinst du denn? Das ist unser Schmuck, oder? Weiß Gott. Ja. Schöne Größe von den Steinen. Ja, das ist hübsch. Die Steine sind eine gute Größe, ja. 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 Was sagst du denn? Wie viel Karat haben die? Bei 700. 700 hat der Ludwig gesagt. Sag ich 900. Vierstellig, 1000. Nee, leider ja, nicht. Ja, warte mal, warte. 1100. Das Elke, du bist schleppend. 1150. Das ist zu wenig, also das ist noch weit davon entfernt. Dann sag doch mal deine Schmerzgrenze. Meine Schmerzgrenze? Vielleicht zucken wir ja alle zusammen. 4000. Ja. Das wirst du hier nicht kriegen. Da können wir nicht mehr handeln. Weil die müssen ja auch nicht, die müssen ja auch nicht verdienen. Ja, das tun sie ja auch. Also, so, also verstehe ich aber tun gar sie nicht bestimmt mehr. Jetzt sage ich Ihnen also meine Meinung. Ich finde den Ring gut. Ja. Ich riskiere jetzt etwas und ich biete Ihnen jetzt einmal 2000 Euro für diesen Ring. Und das ist ein gutes Gebot von mir. 2000. Nee, dann, das tut mir ich leid. Ich biete Ihnen 2100. Tut mir leid, dann kommen wir nicht zusammen. 2,5 gebe ich Ihnen noch. Tut mir leid, dann. Ist ja egal, dann machen wir kein Geschäft. Es war aber schön, dass ja. Sie da waren. Oder bietet noch jemand mehr von euch? Okay, du 4. Würdest du 4 raus tun? Na, 4000. Vielleicht will der Ring ja bei Ihnen bleiben. Ja, kommen Sie her, gnädige Frau, nehmen Sie den Ring wieder mit. Gut. Und danke, dass aber Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. 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 Ja, ich glaube schon, dass ich das ganz gut gemacht habe und dass ich mich nicht so schnell oder so leicht um den Finger wickeln lasse. Weil der Preis doch einfach zu niedrig war für so einen schönen Brillantring. Im Händlerraum ist aufgetischt. 90 steht da drauf. 90 ist Versilberung. Ich hab kein Besteck. Das ist original alt aus der Zeit. Für kleines Geld kann man das nehmen. Zeig mir mal, ich hab kein Besteck. 90er Auflage? Ja. Alles 90er Auflage. Aber 12 Personen. Großes Besteck, Obstbesteck. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gleich gut hinkriege. Ich werde erst mal die Händler kommen lassen mit einem Angebot und werde dann schauen, ob das dem entspricht, wie zumindest das ist, was ich ursprünglich haben wollte. Und dann schauen wir mal weiter. Die Verhandlung kann losgehen. Guten Grüß Sie Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Haben Sie Tafelsilber mitgebracht? Ja, genau. Ist aber leider nur versilbert. Es ist versilbert, aber es hat laut Expertise die höchste Versilberung für dieses Besteck. Ja, das mag schon stimmen. Das ist nur Vorlegelöffel hier. Und eine Kette. Das Design ist halt schön. Ja, gefällt mir auch. Schönes Design ist das. Die Suppenlöffel sind nicht da. Ist das Problem. Ja, meine Oma hat nie Suppe gegessen. Oh, das, ja, echt? Hat sie die verscherbelt, die Dinge? Verscherbelt. Ja, also ich find's ganz nett. Das kann man noch nehmen, das kann man noch benutzen, ein bisschen aufpolieren. Also ich werde es Ihnen heute nicht abkaufen, weil wir bei uns im Laden nur echtes Silber haben. Wir haben Sterling-Silber, 800, 835, aber versilbert handle ich leider nicht. Obwohl es schön ist und es ist eine Antiquität in meinen Augen, das muss ich sagen. Muss ich das mit der Hand waschen? Quatsch. Nein. Kannst du die Spülmaschine tun? Ja, natürlich. 80, 85 Euro. Hast aber noch mal die Kurve gekriegt. Da lächelt einer nur milde. Ja, das war besser schon mal als die anderen. Sagen hier noch keiner was. Da sage ich schon zumindest mal 85. Aber mir geht's so ähnlich. Ich habe eigentlich auch nur Silber. Ich will's auch nicht. Ich habe auch ganz ehrlich, ich biete nur darauf, weil ich gerade keins habe. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Es ist nicht einfach ein versilbertes Besteck. Es geht mehr ums Design, meinen Sie? Das
Nee, nicht nur das, also auch das von Alter. Der Steckmanufaktur, wo es herkommt. Ah. Und das Design ist ja bis heute zeitlos. Also das ist ja, ja sehr ideal. Eine Silberauflage ist ganz schwierig zu verkaufen. Ja, mir gefällt es gut. Was ist denn Ihre Schmerzgrenze? Ich glaube, ich bin der Einzige, der daran wirklich interessiert ist. Das ist wunderbar. Ich glaube auch, ja. Boah, der Blick. 250. Nee. Boah. Also im Moment ist es wirklich so, das ganze versilberte Besteck wird wirklich auf Kilo für die Schmelze gesammelt. Ich habe so viel von dem Zeugs da rumstehen. Also ich finde den Silberwert, der ist mir da gar nicht wichtig. Ich finde das Design wirklich schön, mir gefällt das. Das Design ist schön, die Kisten sind dabei, aber 250. Was ist denn dein höchstes Gebot, was du ausgeben würdest, Julian? Vielleicht kommen wir noch zusammen. 150 Euro. Das ist stark. 190, da gehe ich auch schon mit runter. Nee, hören Sie mal, ich hatte schon 100 gedacht, wäre mein Maximalgebot. 100 wäre ja dann knapp nur über dem Silberwert. Ja, das stimmt. Darum, danach gehe ich. Erstmal glaube ich das nicht und dann. Nein, der Silberwert ist doch nicht viel. Silberwert ist 180. Pass auf, ich gebe einen Zehner dabei, dass das Mädel das Zeug loskriegt, weil. Ich auch. Dann hast du 150, dann sind wir bei 170. Dann kriegst du von mir auch noch einen Zehner. Dann machen wir die 180 zusammen. Da muss ich ja dazulegen, dann sind wir bei 190. 190! Jawohl, ja. Läuft doch. Also ich tue den 100er raus. Da hast du bezahlt. Dankeschön. Dann sammle ich mal hier ein. Hier kriegst du direkt einen 20er. Vielen Dank. Weißt du, warum ich das gemacht Vielen habe? Vielen Dank. Weil du dir die Mühe gegeben Dankeschön. Hast, mit dem Zeug herzukommen. Vielen Dank. Und ja, schlecht Dank. Hier, den legen Sie noch dazu, und dann sind das 190 dazu. Euro. Ich bedanke mich nochmal vielmals. Auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Wiedersehen. Tschüss. Tschö. Nein, es ist das ja war aber nett ist von nicht euch. Schlecht. Nee, ist ja nicht schlecht. Aber du kriegst nichts davon. Nein, da kriegst nichts. Ich bestelle mir das zu Hause rein. Ich habe wirklich keins. Das war eine ziemlich harte Veranstaltung, aber ich habe Bares gekriegt. Und davon werde ich morgen Besteck kaufen gehen. Du sag mal, hast du meine Glaskugel gesehen? Da gucke ich vor deine Expertise mal rein. Das erleichtert mir das so ein bisschen. Der Tisch ist schräg, die ist runtergefallen, ist kaputt. Aber die hat sowieso nicht funktioniert, weil ich habe dich da mit Haare gesehen. Also ganz komisch aus, du. Ist das so abwegig? Bares für Rares, nichts ist unmöglich.